Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ich bin der Dicke und wir machen heute wieder weiter mit Leddern. Was gab's letztes Mal zu sehen? Ja, nicht viel. Wir haben letztes Mal gegen einen Terraner gespielt, der war auch Goldliga wie wir. Zwar ein bisschen höher gerankt als wir. Kann ich ja nochmal nachgucken. Ja, wandert. Der war Rang 4. 22 Siege in 12 Niederlagen. Heißt, können wir sagen, eigentlich ein Platin-Spieler. Dann haben wir jetzt einen Zerg-Gegner diesmal. Also müssen wir wieder aufpassen, dass wir am Anfang eine Wall bauen. Unterscheidet sich halt von dem Bild, den wir gegen Terrana oder Protoss verwenden. Beziehungsweise die Bilder, die Builds, die unterscheiden sich eigentlich alle. Und ja, Map Belche Ruin LE, also Leather Edition, eigentlich einer meiner liebsten Maps. Nur mag ich die Map gegen so Zerg-Strategien wie Mutalisken nicht. Okay, ich mag Mutalisken generell nicht, weil ich die Dinger einfach ekelhaft finde, aber ja, mal gucken, wie wir uns gegen den behaupten, wenn er denn mal laden würde. Ja, wir spielen wieder Protoss und spawnen unten rechts an der Ecke. Er ist oben links an der Ecke. Es gibt nur zwei Spawnpunkte und dann gucken wir mal, was wir gegen ihn rausholen können. Ich werde wieder mein Forge-Expand benutzen, also mal den Schmieden-Expansion, indem ich vorne einfach einen Pylon hinpflanze, also an meine zweite Basis, damit ich da direkt alles sichern kann, bevor da irgendwas ekelhaftes, zergartiges reinläuft. Dann bauen wir hier unseren Pylon hin und gehen direkt schon mal scouten, weil man gegen Zerg nie so weiß, was die da vorhaben, die böse Sachen mit uns machen wollen. Und dann machen wir hier noch ein paar von unseren Arbeitern, dass da immer die nächsten Mineralien-Patches genommen werden, die am nächsten dran sind, damit wir ein kleines bisschen Einkommen-Boost haben. Kleiner Nachteil, die Mineralienfelder sind dadurch zwar ein bisschen schneller leer, aber wenn wir von Anfang an mehr Einkommen haben, können wir uns auch schneller eine nächste Basis nehmen und direkt die Props dann rüber transferieren. Ja, und wir sehen, er spielt Standard. Also ganz normal. Ganz normale Anzahl Drohnen. Alles. Kennt man. Und wir sehen, er nimmt direkt Gas. Also entweder er wird früh Speedlänge haben wollen, also verbesserte Zerglänge, oder schnell auf Vultures gehen. Was anderes denke ich eigentlich nicht. Und wir können ja mal gucken, ob er vorhat, eine Expansion zu nehmen oder nicht. Oh, hat die uns gesehen, die Drohne? Ich hoffe nicht. Also sonst wüsste der jetzt, was wir da machen. Die sollte unsere Expansion jetzt am besten nicht blocken. Also das haben wir ganz umsonst 400 Mineralien gesteckt. Aber ja, das ging gut. Wir können jetzt direkt die Schmiede hinterher bauen. Dann hier auf der anderen Seite noch ein Pylon. Damit wir gleich wieder mit unseren Sonden anfangen können zu produzieren. Beziehungsweise die Sonden produzieren anfangen. Ach, wie auch immer. Da werde ich jetzt mein Gate bei 18 setzen und dann später die Cannon direkt hinterher. Er scheint noch keine Expansion nehmen zu wollen, dann tue ich meine Sonde erstmal dahin, um die für einen weiteren Scout vielleicht bereit zu halten. Hat er denn hier was genommen? Nope. Ja, jetzt können wir nochmal nachgucken. Und ich tue die Cannon mal hier hin. Und ja, dann booste ich mal meine Sonden und mein Nexus, damit ich schneller Sonden kriege und schneller mehr Einkommen kriege. Und was sehen wir? Er baut Zergling Speed. Das sieht man daran, dass der Pool so komisch wabbelt. Und das bedeutet, wir werden jetzt gleich wahrscheinlich erstmal mit einem Berserker und einer zweiten Kanone aufrüsten müssen, bevor der uns da gleich irgendwo reinrotzt in die Basis. Wäre nämlich ekelhaft. Und dann gucken wir mal hier. Wir machen mal einen direkten Scout und hoffen, dass die Sonne durchkommt. Berserker booste ich mal, bevor es gleich Stress hier gibt. Zweite Kanone baue ich auch hier hin. Ja, das war kein Problem eigentlich. Dann machen wir hier weiter. Schön boosten.
Und der Zerkling, der wird uns nicht viel anhaben können. Jetzt surrounden wir einmal. Ah, hat nicht funktioniert, aber nicht schlimm. Oh, er hat noch keine Basis genommen. Das heißt, er wird uns jetzt all in. Also mit allem, was er hat, einmal drauf kloppen. Und baue ich jetzt mal zur Sicherheit vielleicht nächstes Gate. Wo ist eigentlich die Drohne hin, die hier vorher war? Ist die, die ist eigentlich noch gar nicht rausgegangen. Beziehungsweise habe ich nicht gesehen. Oh, jetzt habe ich den Chronoboost im Supply Block gechronoboostet. So. So. Er kommt hier nicht durch. Ja, das können wir eigentlich canceln. Also ich glaube, das haben wir so schon gedashed gekriegt. Dann bauen wir jetzt ein Robo und nächste Gates. Damit wir ganz sicher sein können. Beziehungsweise, dass wir halt schon auch schon techen können und ihn nachher einrennen können, beziehungsweise einreißen. Dann fange ich das nächste Gas an und habe jetzt auch schon einen Protektor. Kann also jederzeit notfalls ein Kraftfeld schmeißen. Und das war ein Monsterleck. Ich hoffe, Fraps will jetzt oder stürzt jetzt nicht wieder ab. Das wäre doof. Ich mag es nicht, wenn Fraps abstürzt. Ja, dann verteilen wir hier mal die Sonden ran und boosten mal 1er Angriffs-Upgrade. Und guck mal. Ups, wow, was war das? Oh, Bärslinge. Schick. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ich brauche mal einfach einen Unsterblichen. Jetzt könnte ja jede Einheit irgendwas bringen. Wahrscheinlich hat er immer noch keine nächste Basis genommen. Also dass er uns jetzt eigentlich direkt damit kaputt machen will. Nope. Oh, da ist sogar ein kleines bisschen Platz zwischen. Ja, da bauen wir nächste Gates. Und jetzt haben wir auch schon den Immortal. Und hauen wir jetzt mal einen Mutterschiffkern raus. Immer schön weiter Pylonen bauen. Und wir können ja mal leicht einmal gucken, was hier los ist. Okay. Mach du mal einen Schuss dahin. Lock mal ein paar Länge an. Ah, verdammt, das war unnötig. Egal, dann bauen wir jetzt mal einen Warprisma. Um vielleicht gleich mal ein bisschen dem auf den Sack zu gehen. Indem wir einfach rüberfliegen und dann da irgendwas an Stress machen. Okay, jetzt habe ich den Mutterschiffkern. Jetzt kann ich auch mal scouten gehen, ohne gleich irgendwie Angst zu haben, dass da irgendwas mich abschießen könnte oder so. Okay. Also, die machen jetzt gar nichts mehr. Und er schreibt schon GG und tappt raus. Also, er war auf einer Basis als Zerg gegen zwei Basen Protoss. Das kann nicht gut gehen. Das sieht man hier auch. Also, als Zerg sollte man immer eine Basis mehr haben als der Protoss. Wenn man nicht gerade irgendwie ein All-In spielt oder auf Hightech-Units ist, wie zum Beispiel Ultralisten oder Broodlords. Oder Mutalisten geht auch. Mutalisten kann man eigentlich immer spielen. Also auch gegen Phönixe, finde ich. Vielleicht sind andere da anderer Meinung, aber ja, also ich mag die Mutas einfach im PvZ nicht. Die sind, finde ich, einfach zu stark. Nun ja, vielleicht kann ich auch einfach schlecht mit Mutas umgehen, im Gegensatz zu manch anderen Spielern, die vielleicht besser mit Mutas umgehen können als ich. Und wir haben ja wieder einen Zerg, wie wir sehen. Schreiben wieder Lackheffern. Good game. Und die Map ist neu. Müssen wir erstmal gucken. Also wir sehen, das ist eine Vierspieler-Map. Unten links, unten rechts und oben links. Also wie bei Wirbelwind wieder. Und ja, wir sehen hier, ist eine schöne enge Passage. Also pflanze hier mal hier wieder direkt einen Pylon hin. Hier hin.
Ich hoffe, wir haben jetzt nicht unseren Nexus geblockt, weil der muss ja auch noch irgendwie hier Platz finden. Wenn wir ihn nicht geblockt haben, ist das perfekt, weil wir so nah wie möglich eigentlich an unserer Basis hier bauen wollen. Wenn wir ihn geblockt haben, ist das doof, denn dann können wir keine zweite Basis nehmen, bevor wir den Pylon nicht zerstört haben. Und der ist für das frühe Game, also das Early Game, essentiell. Weil ich ohne Pylon jetzt nichts eigentlich machen könnte, außer auf 10 Sonden gammeln. Und damit kann man als Protoss nicht viel reißen. Außer vielleicht, ja, 2 Warp-Knoten beim Gegner vor die Fresse bauen und dann einfach Berserker rauspusten. Aber sowas wollen wir ja nicht spielen. Wir wollen makroorientiert eher spielen. Also eher Richtung Late Game und so ein Zeug halt. Was machen wir? Also wir werden jetzt gleich wieder bei 17 unseren Nexus schmeißen. Oder wir können ja mal gucken hier. Also ein Nexus verbraucht 5x5 Platz. Wie ihr hier vielleicht sehen könnt. 1, 2, 3, 4, 5. Und eine Schmiede verbraucht 3 Platz, aber hier kann man sehen, so ein Nexus ist meistens immer 5 Mineralienfelder, 3 Felder von einem Mineralienfeld entfernt. Also kann ich euch jetzt hier zeigen. 1, 2, 3. Und ja, dementsprechend ist der Pylon eigentlich gut gesetzt. Okay, wir sind wieder Scouting-Nieten. Also, ein bisschen gefällt mit dem Scouting. Aber das ist halt doof. Blizzards finde ich jedenfalls, sollte es so einführen, dass man nur gegenüber spawnen kann. Weil das für mich einfach balanceder ist. Damit beide Seiten gleich gut scouten können, ohne irgendwie direkt am Anfang durch, ja, in Nachteil zu geraten, was sie nicht selbst zu verschulden haben. So. Okay, dann baue ich hier eine Kanone hin und ja, ich habe meine Sonde verloren. Das ist doof. Da war ich zu nachsichtig mit. Denn ich habe nicht gesehen, was er, ob er Gas genommen hat oder sonstiges. Ich werde jetzt einfach mal wieder, ja, hier nächstes Gas nehmen und mal gucken, was er macht. Wenn er auf 2 Basen bleiben sollte, werde ich wahrscheinlich erstmal die zweite Cannon raushauen, weil ich nicht gegen sowas wie gerade eben sterben will. Und das war ja klar, dass sowas wieder passiert. Ich habe ein paar Linge reingelassen, weil doof. Keine Ahnung warum. Aber wir sollten jetzt keine Sonde dabei verlieren. Ja, gut. Also ein bisschen Probe Micron und dann Bastard. Oh, okay, gut. Gut verteilt. Ah, Kubernetik kann vergessen, aber er hat gerade einen Overlord verloren, wie wir vielleicht gesehen oder vielleicht sogar gehört haben. Du guckst nach, ob er hier eine dritte Basis genommen hat. Und dann bauen wir wieder den nächsten Pylon, weil wir sind schon wieder bei 30, 36. Haben überall 2 Sonden hier. Fast überall. Jetzt müssen wir noch auf die 16. warten, dann können wir endlich mal den Rally Point an die Natural setzen. So, passt. Wieder Monster Lag. Traps bitte nicht, bitte nicht. Und den nächsten Pylon dahin. Okay, dann machen wir jetzt direkt einen Sentry. Und wir sehen, oh, die dritte Basis. Okay, dann machen wir mit den 2 Seiten hier mal Go, weil er dann wahrscheinlich nicht so viele Einheiten hat, wenn er sich die dritte Basis nimmt, so früh im Spiel. Okay. Ah, Mann, ich mag das nicht. Ich will dauernd auf diesen hier klicken, aber hier ist, ja, doof. Ich klicke dauernd auf den anderen. Und mehr Sentries. Dann bauen wir jetzt hier die Robo hin. Pylonen wirken leider nicht mehr auf den High Ground. Und nicht die Sonne, nicht die Sonne, nicht die Sonne. Nein. Egal, einen Zergling haben wir gekriegt. Queen kriegen wir vielleicht sogar auch. Nehmen wir hier Gas jetzt. Komm her. Ja, Katze-Maus-Spiel. Komm schon. Wenn ich die Königin kriege, ist das eigentlich schon ein Riesengewinn. Ja, immer schön so. Wenn er mich die Zerklinge einzeln rausfokussen lässt, dann kann ich da vielleicht sogar jetzt noch gleich kämpfen. Dann gebe ich schon mal das nächste. Oh, was hier?
Autsch. Na egal, er hat ganz viele Linge produziert, was ihn jetzt in der Eco wahrscheinlich meilenweit zurückgeworfen hat. Wahrscheinlich habe ich mehr jetzt Arbeiter als er jetzt. Das solltest du als Zerg in dieser Phase des Spiels eigentlich vermeiden. Aber nun ja, man kann ja nicht alles machen. Ich kann ja mal nachgucken, wie viel Arbeiter er etwa hat. Kann mal etwas schätzen. Ich sehe ja, wie viel 18 aussieht. Also wie viel, wonach 18 Sonden aussehen. Und wonach weniger Sonden aussehen. Beziehungsweise Drohnen. Hier hat er 8 an Mineralien etwa. 7 an Mineralien. Oh, er farmt Massen an Gas. Ich habe keine Ahnung, wofür er das braucht. Ich schätze mal so Mutalisten, weil... Ja, das ist das Einzige, was wirklich so massiv Gas verbraucht. Oder er will irgendwie Brutlords oder sowas durchwaschen, was allerdings keinen Sinn macht. Also werde ich mal jetzt sicherheitshalber einfach nur mal ein Stargate setzen, also Raumportal. Damit ich den Hardcounter zum Mutalisten direkt schon draußen habe, falls dieser diese denn benutzt. Was haben wir hier? Eine Evolutionskammer. Und ein... Eine Schabenhöhle und er macht geht jetzt erst auf zweite Tech-Stufe von den Zerg. Das bedeutet, er ist noch nicht mal in der Nähe von den Mutalisten. Also frage ich mich langsam, ob der die überhaupt macht. Aber trotzdem werden wir das Stargate durchgehen lassen. Also nicht abbrechen. Ich bin nicht so ein Fan von abbrechen. Das sind so viele Ressourcen, die dabei einfach draufgehen. Und was haben wir hier? Ja, er geht jetzt auch erst auf Zergling-Speed. Also wir schicken hier einen Beobachter an eine Basis, damit wir immer alles im Überblick behalten können, was gerade gemacht wird oder was gebaut wird und so weiter. Und wir schicken auch schon mal wieder ein paar Drohnen rüber, beziehungsweise Sonden. Immer 18 müssen an einer Basis für mich sein. Die meisten machen es mit 16, aber ich mache es mit 18, weil bei 16 einfach, es kommt einfach so häufig vor, dass an manchen Mineralien-Patches einfach nur... Ups. Dass an manchen Mineralien-Patches einfach nur, eine Sonde oder sowas ist. Und das mag ich dann überhaupt nicht. Boah, es hat laut. Einen Moment. Ich werde jetzt... Aber hier, ja, die Schaben klären oder Ingame-Sound ein bisschen leiser machen. Das ist ja mega laut. Okay, wo kommen die her? Ups. Okay, eigentlich denke ich, kann ich diesen Nexus halten. Okay, ich habe gerade meine Energie für einen Photon Overcharge hergegeben, aber dafür habe ich hier noch zwei Unsterbliche, was einfach ziemlich viel ist. Gegen Zerg, also gegen Roaches jedenfalls. Ihr könnt, glaube ich, irgendwie 8 Roaches oder so auseinandernehmen. Und das ist mehr als genug, was ich brauche. So, gut. Dann schmeißen wir direkt mal die nächsten Gates hier hinterher, weil 4 Gates sind definitiv zu wenig. Auf 3 Basen. Habe ich mich eingeschlossen? Bitte nicht. Ah, gut. Okay. Nochmal den nächsten Immortal. Immer weiter Immortals gegen Schaben. Ich hatte gerade doch noch eine Schreckensekunde, wo ich dachte, ich würde das vielleicht sogar verlieren. Den Kampf da, weil ich keine Kraftfelder mehr hatte, aber dem scheint nicht so. Was haben wir hier? Hat er irgendwas gesetzt? Nö, nicht, dass ich wüsste. Und dann fangen wir direkt auf 3er Attacks an. Okay, wo sind unsere Phönix? Ach, hier. Okay. Damit können wir jetzt ein paar Schaben rauspicken. Eigentlich ganz nice. Ja, die legen wir mal auf den 4er Hotkey. Ach, auf den 3er Hotkey meine ich. Ja, hier Overlords, immer schön rauszusnipen. Okay, er scheint Mars Schaden gehen zu wollen. Ja, dann snipen wir jetzt ein paar raus, damit wir gleich weniger Stress haben, wenn wir in den Kampf auf dem Boden gehen. Okay, wo sind die Schaden hin? Achso, hier. Okay, gut. Ja, oder snipen noch ein paar Overlords. Kann auch nicht schaden. Die nächste Schabe noch. Und dann noch eine Schabe. Oh, verdammt, Supply Block. Das war klar, dass sowas wieder passiert. Immer in ungünstigsten Zeitpunkten. Ja, die Königin geht drauf, die hat sich zu weit getraut, die hat sich zu viel zu getraut.
Und ja, man sollte gegen Phönixe nie mit Königin einfach da so drauf gehen. Es sei denn, man hat etwa genauso viele Königinnen wie Phönixe. Aber das ist sehr selten der Fall. Oh, verdammt, Hydras. Ups. Okay, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da kann ich noch irgendwie Stress machen. Ja, ich kann ein paar Drohnen hochheben. Die dann so ein bisschen vernaschen. Okay, gut. Habe ich genug Schaden gemacht. Jetzt mache ich noch ein paar Stalker. Schick den Berserker mal nach hier hin. Der soll mal alle. Oh, verdammt. Der soll mal alle Expansionen clearen. Dann nehme ich mir direkt die nächste, weil wir haben schon 16 Minuten vorbei. Das bedeutet, bald sollte meine erste Basis leer sein. 165, 115, 205. Dem ist so. Und dann werde ich jetzt den Rest meiner Versorgung mit Stalkern ausfüllen, weil diese gegen Zerg einfach. Ja, also eigentlich Allrounder sozusagen, kann man gegen alles verwenden. Gegen manches vielleicht nicht so optimal, aber kann man trotzdem gegen manches verwenden. Hier sind meine Phönixe. Damit kann ich auch noch vielleicht Stress machen, vielleicht irgendwie die Watchtower clearen oder sowas. Und das nächste Upgrade. Den setzen wir auf die vierte Hotkey. Auf den vierten Hotkey. Dann rüsten wir ja auch noch ein paar die Echse hier mit Cannons aus. Und ziehen dann schon mal ein paar Fake Berserker, sieht man direkt. Aber die mache ich jetzt gleich kaputt. Warte, wo waren sie denn? Ja, hier. Man sieht das, die verfolgen die komplette Armee. Upsala. Hier geht mal so außen rum. Was hat denn? Okay. Also eine Echse habe ich ja gerade gesehen. Die wird dann ganz interessant zu kicken sein. Beziehungsweise ich kann mal gucken, ob ich da irgendwie Drohnen oder sowas hochheben kann. Auch gut. Kann ich mir jetzt mal Zealot Charge erforschen, einfach mal so, weil ich genug Geld habe. Und ja, wieso eigentlich nicht? Nein, kein Ei. Genau, die Königin. Gut. Okay. Dann mache ich noch einen War Prisma. Hol mir noch eine zweite und dritte Robo. Und dann sollte ich jetzt gleich eigentlich auch Go machen, denn ich bin maxed, wie wir sehen. Nein, nicht da durch die Hydras. Doof. Ah. Okay, jetzt werde ich mir einfach mit Kraftfeldern versuchen, alles zu reißen. Oh, ja, hier. Eingegrabene Schaben sehe ich da. Schnell einen Detektor bauen. Ja, nicht sicher, ob das ein guter Move war von ihm. Denn, also gegen so viele Immortals kannst du mit Schaben eigentlich nichts reißen. Da musst du ja, nicht sicher, was du da machen musst. Also, das ist einfach die falsche Army Composition von ihm. War halt eine schlechte Wahl von den Einheiten her. Gegen sowas eigentlich Mutalisten, Ultralisten oder einfach Mars Hydras. Denn Mars Hydras sind eigentlich ganz nice gegen Immortals. Weil, ja, Hydras einfach so viel Schaden raushauen. Und Immortals, ja, sind wohl eine Art Tanks, aber jetzt nicht so ultimativ. Dass die jetzt alles irgendwie, dass sie gegen alles resistent sind. So, hier sind mal drei, die nichts machen. Die gehen mal hier ans Gas. Und dann wollen wir doch mal loslegen hier. Was haben wir hier? Ja, setzen wir nochmal hier, weil wir es können. Ein paar Tech-Gebäude. Damit wir auf alles eigentlich reagieren können, was da so kommen könnte. Und dann haben wir hier noch ein paar Immos. Das ist schön. Okay, jetzt weiß ich aber nicht, was der Gegner alles hat. Ich kann mir mal eine Halluzination reinschicken. Oh. Okay, gut.
Also hier ist noch keine Echse, gut. Dann gehen wir jetzt nach hier oben. Okay, hier machen wir jetzt einmal Zeitkrümmung hin. Und ja, den Mutterschiffkern haben wir fahrlässig verloren. Egal. Ja, die Phönix, was können die machen? Also im Kampf können die jetzt eigentlich nicht viel machen. Wir können nur die sozusagen als Sichtbringer verwenden. Also, dass die unsere Einheiten sehen, was sie angreifen. Oh, okay. Hochheben können wir auch noch ein paar Einheiten. Upsala, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber das ist egal. Also, wir können einfach stumpf reinwarpen. Unsere Armee ist einfach größer als seine. Hat wahrscheinlich auch die besseren Upgrades. Was hat er für Upgrades? 2-2. Wir haben 3-2-3. Also, das ist wesentlich stärker sogar. Und er gibt auf. GG. Ja, das war's dann auch schon wieder für dieses Video. Und wir sind Platin. Yay. Was waren wir nochmal letzte Saison? Das weiß ich gar nicht mehr. Kann ich mal nachgucken. Oh, wir waren Diamant. Warum sind wir dann in Gold abgestiegen? Oh Mann, egal. Sollte eigentlich machbar sein. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.